Harry Schmidt. Die meisten Schwarzenberger und vor allem die Bermsgrüner werden mit diesem Namen sofort feinste Schnitzereien und Astarbeiten verbinden. Schmidt, 1927 geboren, prägte die Schnitzkunst im Raum Schwarzenberg wie kaum ein anderer. Er war das Gesicht der Schnitzschule Bermsgrün. 2001 wurde Harry Schmidt im Alter von 74 Jahren Ehrenbürger von Schwarzenberg. 2003 erlag er 76-jährig einer schweren Krankheit. Er ist so mit dem Material Holz verbunden, dass er ja auch den Einstieg darüber über die Astarbeiten gefunden hat. Gerade da hat er auch die Kinder herangeführt an das Schnitzen. Über einfache Materialien, die in der Natur gefunden worden sind, wurden da schon kleine Figuren beispielsweise gefertigt im Kinderschnitzzirkel. Viele seiner Schätze aus Holz können auf Schloss Schwarzenberg bestaunt werden. Sie sind als Dauerleihgabe Teil der Ausstellung Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte. Eine ganze Abteilung im Erdgeschoss widmet sich dem Leben und Werk Harry Schmidts. Auf der einen Seite haben wir einfache Einzelarbeiten, die geschnitzt sind. Wir haben aber auch szenische Darstellungen. Ja, also auch hier erzählt er zum Beispiel seine Lebensgeschichte anhand von Schnitzereien. Wir können Berufe aus seinem Dorf kennenlernen, aber auch die Vorfahren, die in seinem Bermsgrün gearbeitet haben, werden dem Besucher dargestellt. Das heißt, von szenischen Schnitzereien über Miniaturarbeiten bis zu den großen Astarbeiten können wir hier den Besuchern einen ersten Einblick gewähren, was die Arbeiten Harry Schmidts ausmachen. Auch wenn viele Erzgebirger besonders die Astarbeiten mit dem Bermsgrüner Schnitzer verbinden, dürften vor allem seine Miniaturen überraschen. Winzig klein, detailverliebt und unglaublich filigran ziehen sie die Blicke der Besucher auf sich. Er hat ja beispielsweise auch in kleinen Walnusskernen seine Schnitzereien eingebracht oder auch in Haselnüssen. Und das hat halt auch gereicht, dass er da zum Beispiel kleine Märchensituationen den Besuchern jetzt einfach darstellen kann. Und eben diese Schätze waren mehr als 25 Jahre in Bermsgrün zu sehen. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit war die Schnitzausstellung Harry Schmidt ein beliebtes Ausflugsziel. Umso mehr hat es uns natürlich erfreut, als wir die Ausstellung neu erarbeitet haben, dass wir hier durch die Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Erzgebirgssparkasse zusammen mit der Stadt Schwarzenberg diese Ausstellung hier als Dauerleihgabe jetzt bei uns in der Sammlung aufnehmen konnten. In der Dauerausstellung können längst nicht alle Exponate gezeigt werden. Viel zu umfangreich das Werk. Ein Teil hat seinen Platz zunächst im Depot Bahnhof Nummer 4 gefunden. Für Sonderausstellungen oder auch als Leihgaben werden diese Schätze hin und wieder herausgeholt.